Tobias Stephan. Stadler. Schaub im Tor, aber das zählt nicht. Schiedsrichter hat eine Strafe angezeigt gegen den EV Zug nach der Kollision mit Tobias Stephan, obwohl Stephan da weit aus seinem Kasten rauskam, also stand da nicht in der blauen Zone drin, aber der Arm des Schiedsrichters, der ging gleich nach oben, bevor die Scheibe im Tor war. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Aus meiner Sicht, wenn ich das richtig interpretiert habe, muss es eine Strafe geben gegen Zug. Und nach dem Frustfoul, nach dem Revanche-Foul, müsste es dann auch eine Strafe gegen Lausanne geben. Hier Krüger, der voll auf den Kopf geht. Meine Güte. Aber leider scheint das hier nicht zu funktionieren. Gutes Tor! Jäger, Nachschussmöglichkeit, Tor, Kennins, 1:1. Knapp 2,5 Minuten gespielt, 23. Spielminute. Und die Lausanner kommen durch Ronalds, Kennins zum Ausgleich, nachdem man Ken Jäger da hat ziehen lassen. Da sehen Sie, wie dieser Treffer entstanden ist. Jäger mit der Abschlussmöglichkeit. Dann kommt von hinten aufgerückt Ronalds, Kennins. Und der hat dann keine Probleme, die Scheibe hier im Netz unterzubringen. Also, alles wieder ausgeglichen hier zu Beginn von 3. und 7. gegen Martin. Da kommen die Zuger mit Kovac. Was ist das für ein Konter? Reto Suri. Aber am Ursprung war dieser Check in der eigenen Zone. Stadler hat das nach seinem Fehler ganz geschickt gemacht in der eigenen Zone. Da sehen Sie, wie Simeon Marti aus dem Spiel nimmt. Und dann Kovac mit diesem Traumpass direkt aufs Tape von Reto Suri. Jetzt kommt der erste Zuger zurück. Berci versucht es mit dem Bubetrickli und Cennoni mit dem nächsten Big Save. Dann ist die Scheibe im Kasten drin. So, für mich hat sich diese Taktik des Lausanne überhaupt nicht gelohnt. Falsche Entscheidung. Die wird bestraft. Das 3:1 für den EV Zug. 2:50 vor Ende dieser Partie. Dieses Tor wird als Shorthander in die Statistik eingehen. Aber wenn ich darüber schaue, dann sehe ich, dass die Schiedsrichter hier offenbar noch eine Video-Review machen. Kann Ihnen allerdings auch jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ah, geht dann wohl um die Szene bei Cennoni, ob da die Scheibe im Tor...